sich die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in 10 Tagen am 24.04. ist der 3. Jahrestag des Unglücks von Rana Plaza. Das ist dieses Gebäude in der Hauptstadt von Bangladesch, das gar nicht für Textilfertigung vorgesehen war, eine Bank, Geschäfte, und oben im obersten Stockwerk hat jemand Nähmaschinen und Notstromaggregate installiert, weil in Dhaka, in der Hauptstadt, so oft der Strom ausfällt. Und dann geht es mit einem großen Rumm, mehrmals am Tag gehen diese Aggregate an. Und vor 3 Jahren, am 24.04., hat sich gezeigt, dass die ganze Statik des Gebäudes, weil es ja nicht dafür geplant war, das nicht aushielt. Im wahrsten Sinne des Wortes sind 1.100 Menschen in den Trümmern begraben und zermalmt worden und mehr als 2.400 Menschen verletzt, und zwar schwer verletzt. Das ist eigentlich das Bild, das vor 3 Jahren noch mal richtig aufgerüttelt hat und den Fokus gesetzt hat auf die internationale Textilproduktion. Die ist nämlich heute immer noch in großen Teilen, weil so eine Art globaler Wanderzirkus überall dahin geht, wo möglichst wenig Bedingungen da sind, wenig Umweltmenschen, wenig Menschenrechts-, Arbeitsbedingungen, Sicherheitsstandards da sind, wo es möglichst billig ist. Da geht der globale Wanderzirkus immer weiter. Die Produktionsbedingungen sind ja bis ganz vorne hin in den Bereich von Baumwollproduktion so wirklich von Unsicherheit und Menschenunwürde durchaus geprägt, von auch Sklaven- und Kinderarbeit, meine Damen und Herren. Und deshalb stehen jetzt ja zu Recht auch die internationalen Textilunternehmen, der Handel, in der Kritik. Und was makaber ist, meine Damen und Herren, dass wir zwar in einer Situation sind, mit all diesen Ländern Investitionsschutzabkommen oder so abzuschließen, um das Geld, das da investiert wird, abzusichern, aber nicht dafür Sorge getragen, dass tatsächlich die internationalen anerkannten Menschen- und Arbeitnehmerrechte 100%ig gewahrt werden. Wie andere in meiner Fraktion auch, habe ich mir da schon manches angesehen. In China, in Bangladesch, in Myanmar, Produktionsstätten, mit Gewerkschaftsvertreterinnen geredet, mit Arbeitnehmerinnen, NGOs, Unternehmerinnen, auch Bestellern aus Europa. Und ich sage, die Situation ist immer noch horrorhaft. Selbst da, wo man sich auf den Weg gemacht hat, etwas zu verändern, das will ich ja durchaus anerkennen. Und ich will Ihnen nur ein Bild von meiner letzten Reise im Februar nach Myanmar sagen. Da war ich in einer Fabrik für Brautkleider. Und zwar Brautkleider, die auch nach Europa und in die USA geschickt werden, wo die Frauen dann aussehen wie Prinzessinnen. Und wenn Sie sich die Arbeiterinnen, die Arbeitnehmerinnen da angucken, sind es junge Mädchen, die alle unter dem Alter sind, nämlich es ist Kinderarbeit, meine Damen und Herren. Und auch die machen Arbeiten am Tag 10 Stunden. Das ist nicht in Ordnung. Und ich glaube, wir müssen uns alle anstrengen, dass die Kleidung, die wir tragen, fair produziert ist. Wer, wenn nicht die Europäische Union, soll eigentlich dafür Sorge tragen, dass die Arbeitnehmer- und Menschenrechte tatsächlich umgesetzt werden? Und deshalb haben wir einen Gesetzesantrag gemacht, der wirklich vorsieht, für den europäischen Binnenmarkt gesetzliche Transparenz- und Sorgfaltspflichten, meine Damen und Herren, damit auch jeder Kunde, jede Gewerkschaft, die das überprüfen will, sogar jeder Unternehmer erkennen kann, wo kommt welche Produktionsstufe, welcher Rohstoff her und zu welchen Bedingungen, mit welchen Kontrollen ist es produziert worden. Ich sage Ihnen, das zu wissen, ist das gute Recht der Verbraucherinnen und Verbraucher, weil die Kunden Teil des Wirtschaftslebens sind und nicht die Unternehmer untereinander das Recht haben zu wissen, sondern die Endverbraucher auch. Und diese Art von Transparenz ist auch Voraussetzung für eine Veränderung, meine Damen und Herren. Nur wenn wir eine solche Transparenzpflicht haben, natürlich wird es ein paar Jahre dauern, die zu implementieren, durchzusetzen, die Systeme aufzusetzen. Aber wir leben im digitalen Zeitalter. Das wird ja wohl machbar sein, meine Damen und Herren. Nur wenn wir das haben, können wir kontrollieren, wissen wir auch und können nachvollziehen, wer angeblich zu welchem Standard arbeitet, meine Damen und Herren. Und deshalb haben wir diesen Vorschlag gemacht, um uns jetzt endlich auf den Weg zu machen, meine Damen und Herren. Und wenn Sie genau hingucken, wissen Sie, 8 von 10 Verbraucherinnen und Verbrauchern sagen, wir wollen faire Arbeitsbedingungen, aber sie sagen auch, wie erkennen wir sie denn am Endprodukt? Wenn da gerade mal drinsteht, meinetwegen made in Bangladesch oder so, nicht mal was ausgesagt, wo sonst die anderen Produktionsstufen sind, aber mehr kann man nicht erkennen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass zur Durchsetzung der Interessen und der Rechte der Verbraucher auch gehört, dass die Verbraucher keinen Suchauftrag bekommen.
ja, mit Lexikon und Lupe und Handy und so durch die Läden laufen und suchen und tagelang, bevor man das T-Shirt dann kauft. Sie haben das Recht zu wissen und es muss einfach erkennbar sein. Und wer jetzt sagt, na, das ist ja so wahnsinnig kompliziert, dem sage ich, wir haben ja nicht reingeschrieben, es soll zum 1. Januar 2017 in Kraft treten. Erst müssen wir es in der EU ja mal durchsetzen, meine Damen und Herren. Aber ich habe das alles persönlich ja schon mal durchdekliniert beim Thema Lebensmittel vor Jahren. Im Lebensmittelbereich hat man den Druck der Kundinnen und Kunden, diesen Punkt, dass man immer mal wieder enttarnt wurde, ja, wo die Stoffe herkommen und warum plötzlich im Futter Antibabypillen, Rückstände und sonst wie drin waren. Da hat man gemerkt, dass man mehr Transparenz schaffen muss, um sich selber im Unternehmen finanziell abzusichern und um entsprechende Kundentransparenz herzustellen. Was im Lebensmittelbereich möglich ist, auch digital eine Rückverfolgbarkeit in der ganzen Kette herzustellen, ist und muss für den Textilbereich genauso gelten, meine Damen und Herren. Ich will einen Satz zu Herrn Müller sagen, das kommt bestimmt nachher zum Minister Müller, dass er ja immerhin jetzt ein deutsches Textilbündnis aufgeführt hat. Gut so, meine Damen und Herren, gute Geschichte. Aber ich sage Ihnen, 2014 eingerichtet, bis 2016 wird es nicht mal einen gemeinsamen Arbeitsplan geben, geschweige denn Veränderungen. Greenpeace ist da weiter, die haben mit 30 globalen Marken längst vereinbart, dass bis 2020 giftige Chemikalien aus den Produkten raus sein müssen, meine Damen und Herren. Es geht also. Es geht also, falls einer gleich sagen möchte, dass alles zu schwierig ist. Wir haben ja in Arbeit eine europäische Transparenzrichtlinie, die wird verhandelt zu Konfliktrohstoffen. Was für Konfliktrohstoffe gilt, muss hinsichtlich der Menschen- und Umweltrechte eben auch für unsere Kleidung gelten, meine Damen und Herren. Es muss gelten bei den Chemikalien, was hier gefährlich und gesundheitsgefährdend ist, ist auch in Myanmar gesundheitsgefährdend. Und deshalb sage ich Ihnen, lassen Sie uns ein System aufbauen, bei dem am Ende der Kunde erkennt, bei dem die ganzen Unternehmen wissen, was sie zu tun haben und die Herstellerländer auch wissen, was in der Europäischen Union gefragt ist. Lassen Sie uns, Herr Müller, unsere Entwicklungshilfe danach ausrichten. Unser Ziel muss doch sein, meine Damen und Herren, nicht nur Pioniere zu haben, die statt Fast Fashion, Fair Fashion produzieren, sondern als Europäer ein Zeichen zu setzen, dass wir die Menschenrechte umsetzen wollen. Und deshalb bitte ich Sie um Zustimmung dazu, weil wir dann die Transparenz- und Sorgfaltsregeln definieren können, sie umsetzen können, die Kunden sich danach verhalten können, meine Damen und Herren. Wer, wenn nicht wir, soll denn eine solche Menschenrechtsinitiative ergreifen? Vielen Dank, Renate Künast. Die nächste Rednerin.